So, hallo zu Diablo 3. Heute geht's endlich los. Ich freue mich schon drauf. Gestern ist ja der Server nicht gegangen, deswegen musste ich heute auf heute verschieben, die ganze Aufnahme. Ich habe schon Barbaren erstellt. Die erste Session ist mir gleich mal weggekackt, weil ich einfach zu krasse Grafikeinstellungen eingestellt hatte. Ich rede nicht lang und fang mal an. So, natürlich wieder mal ein wahnsinniger Ladebalken. Hö, es läuft schneller. Dieser Ort stinkt nach Tod. Oh. Der gefallene Stern ist in der Nähe. Das hört man gar nicht gut, gern. So, greifen wir gleich mal diesen Unhold an. So, dich auch gleich. Und nochmal. So, flüssig laufen ist momentan auch noch was anderes. Ich glaube, das muss ich erstmal einlaufen, das Spiel. Hoffe ich mal. So, alles schön absuchen. So, die haben auch mal eine gute Arbeit geleistet hier. Und was ist mit dir hier? Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. So. Hau drauf, Junge. So macht Spaß. Jetzt habe ich gleich meinen ersten Level aufschieben, wenn es so weitergeht. So, immer drauf. Auf die Jungs. So. Wachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Okay, dann suchen wir mal das Gasthaus. Schu. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Ja. So. Ah, hier muss ich her. Die Karte zeigt es ja recht schön. So, und rein mit uns. So, gucken wir mal nach Lea. Vielleicht, ah, da ist sie ja. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! So, hau sie um, Junge! Ich werde stärker! Für die Wirtschaft so. Ist das der Tod. Ja, ist klar. Nochmal mit Lea sprechen. Immer gern. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Ich werde eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. So, dann müssen wir wieder zurück zum Tor. Da blinkt mein Fertigkeitsbaum auf. Neue Fertigkeit wählen, ist ja geil. Der Hammerhieb, Wut 20. Ihr ruft einen mystischen Hammer herbei und... Was? Der Gegnergruppen zermartert. Den nehmen wir gern an. So. Dann haben wir auf der rechten Maustaste auch gleich was. Dann können wir sie ja bis jetzt immer noch mit der Maus spielen. Rein theoretisch könnte ich sowieso mit der Maus spielen komplett, weil ich habe ja noch 4 Seitentasten. Also ich muss zum Tor. Dann laufe ich mal dahin. Ich habe versprochen, ihn zu beschützen. Durch das schöne Schlauchlevel, wenn ich einen Weg finde. Ich bin meistens unfähig in der Wegfindung. Deswegen muss ich die Map ja natürlich wieder zur Rate ziehen. So. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Eure Krieger werden gerecht werden. Nun, ich habe euch kämpfen sehen.
Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! So. Bringen wir wieder ein paar Untote um. Das haben wir drauf. Voll drauf mit dem Hammer. Achso, beiß mich nicht lang, du Unguter. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hierunter gibt es noch mehr von ihnen. So. Töte die scheußliche Königin in der alten Ruine. Scheußliche Mütter getötet. Achso, ich muss 3 Stück töten. Dann gehen wir hier mal die Straße lang, so wie es uns der andere gesagt hat. Vielleicht findet man ja noch muntere Gesellen und die zum Töten. So, ja, natürlich. Immer schön drauf hier. So, bam. Ich wurde geheilt. So, was ist das jetzt? Inventar. Oh, scheiße. Feuer noch draufhauen. So, nimm mit. So. So. Ziehen wir mal die Hose an. Nackig wollen wir ja auch nicht rumlaufen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen hochhauen hier. So. So. 5 Heiltränke. Rüstung 4. Rüstung 7. Da ist unsere neue besser. Neu ist halt immer besser. So. Ruf. Haben wir da? Ah. Noch ein bisschen Heilung. Oh, ich glaube, ich muss hier rein. Wohl oder übel. Auch wenn wir hier noch ein paar Gegner haben. So. Ruf hier. Und da noch. Komm, lauf nicht weg, Junge. Bleib hier. Stell dich deinem Schicksal. So. Rein hier. Neues Wissen. So. Verehrter Leser. Mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. So, ihr habt mal schön gesprochen. Ich halte da immer ein bisschen inne. So. Nimm mit den Scheiß. Ruf hier. So. Liegt ein Haufen Zeug rum. So, plünder ihn mal. So. Immer schön Druck auf die Untoten. Es gibt ein paar Punkte. Hey, bleibst du tot hier? Auch wenn du untot bist, ich metzel dich trotzdem noch ein paar Mal. So. Hier sieht es nicht mehr aus, wie das noch was wäre. So. Und Ruff auf den Untoten. Haha, das macht direkt Spaß hier. Ich brauche hier 3 Stück. Hallo? Ist hier nicht mehr? Ist ja voll langweilig. Ja, gut. Ja, gut, da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis wir hier ein bisschen mehr haben. So, dann gehen wir wieder raus hier. Ah. Nee, der ist nicht zum Plündern da. So, den nehmen wir auch noch schnell. Weil wir es einfach drauf haben hier. Morschen Baumstamm macht er auch kaputt, der Junge. So, jetzt läuft es zumindest einigermaßen flüssig. Also da hat erstmal mein Computer warm werden müssen mit. Dass ich hier natürlich etwas zerreiße. So, 8 Goldstücken. Ist jetzt noch nicht viel, aber...
Oh. Rüstung 4. So, ist immer gut. So. Haben wir aber die erstmal noch zu frei, bevor hier irgendein Unglück geschieht. So, auch noch. So. Es sind Fertigkeiten. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe noch keinen Diablo-Teil je gespielt. Also weder 1 noch 2, noch Erweiterungen, pipapo. Ja, hilft ja nicht. Aber ich... Die ersten paar Minuten, die machen schon Spaß. So. In Fässern war mal nix. Ey, ich bin tot hier. Du auch, komm. So, was haben wir denn hier? Schon wieder einiges eingesammelt. Achso, Bogen kann ich nicht hernehmen, ist klar. Bin ja immer noch Barbar hier. Immer hier barbarisch. So, Baumstumpf, Geld. Immer her mit dem Gold. Wo sehe ich denn eigentlich das Gold, was ich habe? Ach, da unten, cool. Aha, gut zu wissen. Ich muss mich hier noch ein bisschen reinfuchsen, wie in jeder wohl in ein neues Spiel, das er noch nicht gespielt hat. So, Untoter, du kriegst aufs Maul. So, Batz und weg mit dir. So, genügend Wut haben wir ja. Hoppala, die Schlucht hat gekloppt. Das wollte ich aber jetzt nicht. Ich wollte ihn nicht töten. Oder ich wollte zumindest Spaß mit ihm haben. So, der ist leer. Oh, da ist ein Ziel von mir. Das ist auch die dritte schon. So, bam. Ist erfüllt. Diese unheiligen Kreaturen können nun ruhen. So, was? Neue Fähigkeit, Spalten, cool. Aber muss ich doch gleich mal die neue Fähigkeit holen? Hieb, Primär, Wut pro 5. Ja, haben wir drauf. Annehmen. Neue Fähigkeit ab 4, neue Fähigkeit ab 9, aha. Kann ich eigentlich variieren, aha. Ja, ja. Da muss ich noch ein bisschen klarkommen hier, so. Ich muss die Königin noch töten. Wir müssen die Königin stürzen. Wenn es aber spaßig ist, die Königin zu stürzen. So, deswegen machen wir uns immer noch auf und suchen hier rum. So, da kotzt schon wieder jemand. Mehr Wut. Ach so, ich brauche mehr Wut für. So, jetzt hört Kotzen auf. So, haben wir wieder ein bisschen Heilung. Inventar. Eine Keule. So. Rüstung 1. Ja, aber unser erster Brustpanzer. So, Keule 6,6 gegen Axt 3,3. Ach so. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich... Hoppala. Gut, dass die Gesundheit voll war. So, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass das nicht mein Diablo selbst ist. Wandelte einst an diesem Ort. Ich muss mich dran gewöhnen, dass das Minecraft ist, dass ich das Inventar nicht mit meiner Maustaste öffnen kann. So, egal was ich hier zerstört habe, es hat Spaß gemacht. So, die nächste. Ach, da blinkt's. Aber ich gehe hier trotzdem mal rum. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas Schönes versteckt. Wie der da. Mäuse drin, ein bisschen Gold. Nehmen wir immer gern mit. Haben wir ja auch einiges. Das kotzt nicht genug auch. Wut. Ja, ja. So. Aber jetzt. Oh, Geld aus Knochenabfällen.